Wenn du im Internet Geld verdienen möchtest, also online Geld verdienen willst, dann brauchst du in der Regel ein Gewerbe. Das ist in den meisten Ländern der Fall und in Deutschland ganz gewiss. Und aus diesem Grund schauen wir uns in diesem Video mal Schritt für Schritt an, was du benötigst, wie du vor allem das richtig machst, dass du ein Gewerbe anmeldest und vor allem das so machst, dass du später dein Gewerbe einfach erweitern kannst, auch wenn du die Tätigkeiten geändert hast, aber keinen Aufwand mehr hast und vor allem natürlich noch Geld sparst. Deswegen bleibe zum Ende des Videos dran, weil wir werden hier Schritt für Schritt alles durchgehen. Vor allem auch, was du in dieses Gewerbe reinschreiben kannst, welche Varianten es gibt, die du das Gewerbe anmelden kannst, etc. Also lass uns mal direkt einsteigen. Heißt ja, was der Eugen von Income Butler hier. Und wenn du für Smart Investieren und vor allem online Geld verdienen interessiert, dann sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn du andere Videos haben möchtest, bestimmte Themen, schreib mir es gerne in die Kommentare rein, damit ich auch weiß, was ich für Videos für euch noch gerne erstellen kann. Also, gehen wir direkt rein. Und zwar, wenn wir auf Google gehen, hier Gewerbe anmelden eingeben, dann bekommen wir hier verschiedene Ergebnisse. In meinem Fall steht Freistaat Bayern ganz oben, weil ich ja in Bayern wohne. Und aus diesem Grund klicken wir hier drauf. Dann gelangen wir auf diese Seite von Freistaat Bayern, das Bayern-Portal, und haben hier verschiedene Möglichkeiten bei Formulare. Gewerbeanzeige mit Ausfüllassistent oder Gewerbeanmeldung online nicht ausfüllbar. Wenn wir zum Beispiel das zweite erst einmal hier anklicken, dann haben wir hier auf jeden Fall dieses Formular. Ja, das kannst du natürlich auch vor Ort bei deinem Gewerbeamt machen. Da gehst du hin, am besten schon ein bisschen vorbereitet und machst du dein Gewerbe dort. Dafür musst du deinen Ausweis auf jeden Fall mitnehmen, musst schon einen Text auch parat haben, dass du da auch mit der Dame oder mit dem Herrn alles ausfüllen kannst. Und natürlich auch ein bisschen Bargeld. Wie viel das kostet, kommt komplett darauf an, wo du wohnst. Zwischen 20 und 70 Euro in Deutschland. Komplett unterschiedlich, je nach Bundesland und teilweise sogar Gemeinde. So, und wenn du das Ganze hier, dieses Blatt hier hast, natürlich deine Daten müsstest du eingeben, ja. Dass es hier zum Beispiel hier Einzelunternehmen ist, dann das brauchst du zum Beispiel nicht, deine Person logischerweise, Name, Vorname, Geburtsname etc. Dieses Formular könntest du schon schriftlich für dich ausfüllen, mitnehmen, das würde schon viel Zeit ersparen und da verschiedene Themen einfach besprechen, die dir wichtiger sind und auf der Zunge oder auf der Seele liegen und sparst einfach Zeit. Genau, und hier wirst du einfach dann einen bestimmten Text hineinschreiben, was du eben durchführst. Ja? Das werden wir auch mal genau durchgehen, welchen Text du reinschreiben kannst. Findest du auch im Video, auf jeden Fall im ersten Kommentar. Ganz unten. So, und ja, was wird das gemacht? Wird die Tätigkeit vorerst im Nebenbetrieb, Nebenerwerb betrieben? In der Regel ja, wenn es ein Nebengewerbe sein soll und du noch angestellt bist zum Beispiel. Ja? Dann sagst du auch hier auf jeden Fall ja. So, nochmal ein Hinweis, ich bin kein Steuerfachmann, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Anwalt, deswegen alles auf meine eigene Erfahrung, keine Beratung. Diesen Disclaimer muss ich noch reinbringen. Und die Anmeldung wird erstattet für welches Jahr, 2023 oder 2024, je nachdem welches Jahr da für dich wichtig ist, schreibst du die Zahl rein oder kreuzt es ein und sagst auf jeden Fall, dass es hier eine Hauptniederlassung ist, weil du hast ja sonst in der Regel keine andere. Ja? Und genau, das schreibst du da rein. Und was andere, was noch vielleicht für dich wichtig ist, wirst du noch ankreuzen. Aber in der Regel sollte das schon so auch ausreichen, je nachdem, wie gesagt, was du machst. Wichtig auch, Beginn der Tätigkeit noch hinzuschreiben, also das Datum. Du kannst es rückwirkend machen, ja, das geht. Das ist kein Thema, das heißt, du kannst erstmal starten und kannst dann rückwirkend machen. Ich glaube, das sind bis zu 8 Monate, so war es bei mir auf jeden Fall damals der Fall, dass ich 8 Monate rückwirkend das Ganze gemacht habe. Du kannst aber auch, und das sagt dir kaum jemand, du brauchst nicht unbedingt ein Gewerbe, du kannst auch als Freiberufler tätig werden. Wann kannst du als Freiberufler tätig werden? Ganz einfach. Und zwar kannst du als Freiberufler anmelden, wenn du dieser Berufsgruppe gehörst. Erste Wirtschaftsprüfer, das sind die Klassiker. Ja? Aber auch hier Künstler können das natürlich auch machen. Künstler ist ein weit gefächerter Begriff. Das heißt, Webdesigner, Designer allgemein, Texter sind Künstler und können sich also auf jeden Fall schon mal als Freiberuf wählen. Aber was ist denn noch möglich? Du kannst auch Freiberufler wählen, wenn du hier heilberufliche Erfahrung hast oder heilberuflichen Tätigkeit nachgehst. Du kannst aber auch hier Dolmetscher etc. auch noch wählen. Es geht noch darüber hinaus, wenn du ein Studium hast, zum Beispiel ich habe ein Studium in Wirtschaftsinformatik und kann also alles, was in diesem Bereich hier auch reinfällt, auch entsprechend eine freiberufliche Tätigkeit ausüben. Was heißt denn das? Das bedeutet zum Beispiel, als IT-Berater darf ich freiberuflich werden, tätig werden, weil ich ein Studium dazu habe.
Das heißt also auch hier sehr, sehr cool, weil du dir auf jeden Fall Steuern sparst. Du sparst dir Steuern im Bereich der Gewerbe zum Beispiel. Also Gewerbesteuer wirst du auf jeden Fall sparen. Das heißt, das ist auf jeden Fall zu deinen Gunsten, weil du müsstest ab 24.500 Euro im Jahr Gewerbesteuer bezahlen. Kann sich unterschiedlich ausfallen, diese Steuer oder diese Regel, weil die Höhe kann sich ändern und der Hebesatz, also in welchem Bundesland oder Stadt oder Gemeinde du lebst, unterscheidet sich auch gravierend zwischen 250 und 450-500% Hebesatz. Das ist dann schon auch echt jede Menge oder könnte jede Menge sein. Deswegen auf jeden Fall schauen, was du machen kannst. Der Vorteil ist auch noch, wenn du Künstler bist, kannst du in die Künstlersozialkasse hineintreten und damit sparst du in der Regel auch Kosten, weil entsprechend auch die Sozialabgaben hier stattfinden. Das heißt, du kannst auch für deine Krankenversicherung deinen Teil reinbringen. Aber das ist schon sehr, sehr weit. Ja? Deswegen gehen wir nochmal kurz weiter zur Gewerbeanmeldung, nun über den Ausbildungsassistent. Wir gehen also hier rein, klicken auf Start und ja, jetzt ist natürlich hier abgeschmiert, super, machen wir nochmal einen Versuch, sehr gut, jetzt geht's. Art der Anmeldung, jetzt müssen wir die Gemeinde aussuchen, ja, welche Gemeinde man hier tätig ist. Ich suche mal kurz meine Gemeinde und hier habe ich sie schon, super. Dann geht's weiter. Wann fangen wir an? Wir nehmen zum Beispiel 1.1.2023. Okay, dann nehmen wir hier nochmal Art der Gründung aus Neugründung, sagen hier auch aufpassen, Eigentrag ist Einzelunternehmen, das heißt, du müsstest dich eintragen, deswegen sagen wir nicht eingetragenes Einzelunternehmen, sagen Hauptniederlassung, das passt soweit, wenn es nicht ausgewählt ist, wird auswählen, hier sagen wir auf Nein, in der Regel sollte ja keine öffentliche Hand beteiligt sein, Vollzeit und Teilzeit haben wir keine Angestellte in der Regel, also auch weiter. So, jetzt haben wir Geschäftsbezeichnung, hier kannst du sagen Kreativwerkstatt Effekt und also einfach deinen Namen, wenn du den gerne hättest. Hier deine Adresse eingeben, ja, wo du wohnhaft bist. Ich gebe hier meine Büroadresse ein. Also Flurstraße. Zack. Dann hier und weiter geht's. Genau. So, Ortsteil Kanzberg. Telefonnummer, falls du möchtest. E-Mail, Homepage, falls du willst, musst du nicht. Und dann geht's eben weiter. Und dann den Tätigkeitsschwerpunkt. So, und jetzt habe ich einen Text vorbereitet. Diesen können wir jetzt dort reinnehmen. Und zwar anbieten und Verkauf von Dienstleistungen auch online im Bereich von Social Media, Marketing, Texterstellung, Account Management, Schalten, Zeit, Werbeanzeigen, Erhalt von Provisionen durch Empfehlungen, Führungsmarketing, Tippgeber sowie Verkauf von Online-Produkten und Online- und physischen Produkten. So, das kann man jetzt hier mit reinnehmen. Kannst auch sagen, Online-Produkten. So wie physische Produkte. So, das kann man also reinnehmen. Rein. Dann hast du schon mal den Schwerpunkt rein. So, das brauchen wir nicht. Handwerkskarte vor dich. Nein, Erlaubnis brauchst du auch nicht, weil wir eben hier keine Erlaubnis benötigen. Dann gehen wir wieder auf Weiter. Und es gibt einen Fehler. Jetzt müssen wir nur schauen, was ist hier los. Also okay, Betriebsart, sorry, genau. Sonstiges muss man auswählen. Dann können wir auf Weiter klicken. Und schon hast du hier die Person, die du jetzt noch hinzufügen müsstest, also du musst eine Person hinzufügen, natürliche Person bist du ja selber, also fügen wir uns als natürliche Person hinzu, entsprechend dann das Geschlecht auswählen, na, jetzt hängt es ein bisschen, dann Vorname auch auswählen, wunderbar, Geburtsdatum, alles musst du auswählen und wenn du alles ausgewählt hast, dann geht es eben weiter. So, wenn du ausgewählt hast, sagst du hier, Nebengewerb in der Regel ja und machst weiter, ja. Super, jetzt hast du die Wohnanschrift, jetzt musst du die Wohnanschrift angeben. So, das überspringe ich jetzt kurz, damit ich meine Sachen eingeben kann und wir weitermachen können. Perfekt, eingetragen, jetzt bin ich hier drin, natürliche Person und dann gehen wir auf Weiter. Jetzt haben wir hier schriftlich einreichen, das können wir hier draufklicken und auf Beenden klicken. Ja. Das heißt, wir sind fertig, ja. Das war's eigentlich und that's it. So hast du eigentlich deine Gewerbeanmeldung eingereicht und das war's eigentlich schon. Beziehungsweise du musstest das genau hier, was du ausgefüllt hast, diese Gewerbeanmeldung, einfach ausfüllen. Das heißt, wir haben dieses Dokument, was du vorhin gesehen hast, einfach ausgefüllt. Ja? Und that's it. Dieses Ding nimmst du nun und druckst aus, nimmst es mit. Wichtig ist auch, dass du hier auf jeden Fall deine Belege mitnimmst, also wirklich deinen Ausweis und dieses Bargeld, das wird zwischen 20 und 70 Euro, sollst du auf jeden Fall mitnehmen. Und das war's eigentlich. Schon kannst du dein Gewerbe anmelden. Du sprichst alles weitere mit dem
mit der Person, die dich da berät und das mit dir durchführt im Gewerbeamt. Und das war's eigentlich. Der Prozess dauert nicht lange, es ist wirklich sehr schnell. Du bekommst dann alle Unterlagen, die du benötigst, auch per Post nochmal die Bestätigung, dass dein Gewerbe angemeldet wurde. Dann bekommst du auch einige Briefe wahrscheinlich auch noch. Und man kann sich natürlich noch darauf einigen und auch besprechen, ob man eine Umsatzsteuer voranmelden oder eine Umsatzsteuer ausweisen möchte oder nicht. Ich empfehle dir, wenn du eine Umsatzsteuer ausweisen möchtest, das rentiert sich ungefähr ab einem Umsatz von ca. 12.000 Euro im Jahr, kann auch bei 10.000 liegen, also ungefähr zwischen 10.000 und 12.000 Euro, laut meiner Erfahrung. Wenn du aber viel einkaufst und verkaufst oder sowas, dann auch schon viel früher wahrscheinlich und die Vorsteuer auch zurückbekommst, also die Steuern wirklich zurückbekommst, macht Sinn. Da müsstest du dann natürlich deine Steuernummer kümmern, die machst du beim Steuerzentralamt und da hilft dir auch der die Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin vor Ort. Ist auch ziemlich einfach, dauert aber 2 bis 4 Monate, bei mir sogar 4 oder 5 Monate gedauert, also das dauert wirklich eine Zeit lang. So, dann bist du eigentlich damit erstmal fertig. Wichtig ist, wenn du mal eine Vorsteueranmeldung machst, ja, also wirklich mit Umsatzsteuer ausweisen, dann auf jeden Fall die Ist-Besteuerung nicht, wirklich nicht Soll-Besteuerung. Ist-Besteuerung ganz wichtig, weil dann wird es dann erst die Steuer anfallen, wenn das Geld auf deinem Konto auch ist und die Rechnung bezahlt wurde. Wenn du Soll-Steuer machst, kann sein, dass du sagst, hey, ich habe die Rechnung, vielleicht kommt sie aber nie an, wir müssen aber schon mal Steuern darauf zahlen. Und das machen wir eben nicht. In der Regel solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Ist-Besteuerung ist. Ja, also das auch mit dem deinem Ansprechpartner vor Ort besprechen. Das ist jetzt nur eine Ausfüllanleitung gewesen oder Ausfüllhilfe gewesen für dieses PDF, das du einfach runterladen und mitnehmen kannst. Deswegen wichtig, erwähne das, wenn du eine Steuer auch ausweisen möchtest. Ich persönlich finde es besser, ja, deswegen habe ich mich damals auch schnellstmöglich entschieden. Du bist aber 5 Jahre laut aktuellem Status, 5 Jahre an diese Entscheidung gebunden, dass du Steuer ausweisen musst oder eben auch nicht. Ja, also Kleinunternehmer können das ausweisen, müssen es aber nicht. Hat alles Vor- und Nachteile, wie du möchtest. Dann bist du mit dem Gewerbe fertig und herzlichen Glückwunsch, du hast ein Gewerbe.